Alter, dieser Fettsack, da rückt mir nicht mehr von der Pelle. Hey ho, meine sportlichen Freunde, herzlich willkommen zum FIFA 18 Karrieremodus mit dem Karlsruher Sportclub. Und ich habe hier gerade eine Info bekommen, hier Achtung, das da. Spieler des Monats, meine Freunde. Nicht, oder kein geringerer als Dominik Strohengel. Unglaublich, oder? Unglaublich. Er ist einfach Spieler des Monats. Cool. Freut mich für ihn. Herzlichen Glückwunsch. Hat er sich auch verdient. Dank ihm haben wir einen Ausgleich noch erzielt gegen Meppen. Wie sieht es mit der Tabelle aus? Ja, kann man mit zufrieden sein. Ich habe immer noch 8 Punkte Vorsprung. Und ja, immer noch keine Niederlage. Das finde ich geil. Und ja, das war aber das letzte Mal, war es fast soweit. So, nach Meppen spielen wir gegen die Würzburger Kickers, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich will kein Nationaltrainer werden. Meine Güte. Dass sie das immer wollen hier von mir. Also, wenn ich mich nicht täusche. Was ist jetzt? Ah, okay, die wollen den haben. Ja, können sie haben. Weil mit dem spiele ich sowieso nicht. So Angebot annehmen. Bin ich mal gespannt. Oder ob sie sich nicht einig werden. Dann habe ich ihn noch an der Backe, so in etwa. So, gegen die Würzburger Kickers. So. Bin ich ja mal gespannt. So, und, oh, Fernandes ist aufgestiegen, so wie ich das da unten gesehen habe, auf Level 69. So. Okay, Angebot zurückgezogen. Ja, das ist schön für euch, Wales. Ich will euch einfach nicht trainieren, meine Güte. Weißt du, dass die da noch, dass die, ja, mir noch eine Nationalmannschaft aufdrücken wollen. Ich bin Weltklasse-Trainer, ich weiß das, aber, ja. Okay, wir lassen Strohengel von Anfang an spielen. Was ich aber gerne ausprobieren möchte, ist Fink über außen und Chaplin drin lassen. Oder, ja doch, so, genau. Machen wir das mal so, zack, let's go. Bin ich mal gespannt, ob das was wird gegen die Würzburger Kickers. So, lol. Huch, falscher Pass, haha, ui. Und, yay, geil, gut, let's go, Würzburg Kickers. Im, gleich losgeht, ganz kurz, hier sind Wolf Fuß und Frank Puschmann, ja, viel Spaß heute. Das wissen wir. So, im Wildparkstadion oder Union Parkstadion, ne? Gegen die Würzburger Kickers. So, komm, Chaplin, bleib dran, gut, perfekt. Welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie treten heute im Alter! Es ist natürlich eine, ich glaube, größtenteils rege ich mich über die Steuerung auf. Weil nicht das gemacht wird, was ich drücke. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Niemals. Bitte euch. Alter, bleibt doch dran. Ja, lauf, Chaplin. Oh, schade. Puh. Hätte man mal so machen können, ne? Super Fink. Alter, mega schade. Und Kopfschütteln am Spielfeldrand. Ja, ja. Wie kann man so eine Chance vergeben? Hallo? Kann man mal vergeben. Jetzt wird's gefährlich. Ja, das war gut. Hereingabe jetzt. Nein! Und dann keine Ecke wegen dem Alter. So. LOL! Ich fass es nicht! Was war das denn? Anton Fink! Guck mal hier! Mittelstädt! Saubere Flanke von der linken Seite. Oh, nice! Da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerten. Hier also Fink Ball, mit dem Kopf. Ich danke dir, mein Freund. Und es rappelt im Karton. Dong, 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 dong. Nein, ein Scheißpass war das wieder in den Lauf. Nicht so steil, Mann. So. So. Ey. Da verlieren sie den Ball. Also das Zweikampfverhalten mit Strohengel gefällt mir einfach überhaupt nicht.
So. Gut. Wird das eine Torschuss? Hoffmann. Nein! Da kommt der Pass. Abstoß. Oh. Komm schon. Huch. Wow. So, geht halt alle drauf. Alter, Chaplin! Ah, nein, und bei mir pfeift er faul! Janis Nikolaou, Patrick Göbel. Oh, Göbel. So. Marc Lorenz. So, gut. Das war auch gut. Das könnte gefährlich werden. Alter. Sie rücken schön nach. Alter! Dieser Fettsack! Da rückt mir nicht mehr von der Pelle! Sieht gut aus, was sie da machen. So, der letzte Kamoglu. Fehlt noch im Moment, aber sie suchen natürlich ganz geduldig die Lücke. Ah! Das war wichtig! So. Andreas Hofmann. Jawohl! Nein, ja. Nein! Was macht er denn? Oh Mann. Ich wollte eigentlich, dass Strohengel einen Fallrückzieher macht. Jetzt müssen Sie aufpassen. Marc Lorenz. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Alter, wie leicht die immer den Ball verlieren. Holt er sich vollkommen problemlos. Och Gott. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball. Komm. Weg. So, Alter. Gutes Auge in dieser und bei mir ist es wieder ein Foul. Es war ein normales Laufduell und er ist dann halt am Ende umgekippt. Das könnte die Chance werden. Komm. Da geht er dazwischen. So, Torwart, du regelst das jetzt. Hopp. Ey. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? So, ich danke dir. Nein, zu. Warum? Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Ja, klar war es ein vielversprechender Angriff, aber. Ey. Patrick Göbel. Bleib dran, hopp. Gute Aktion. Alter, was pfeift. Ach, ich danke dir, dass es abseits war, Mann. Ich dachte jetzt schon wieder, ich hätte einen Foul gemacht, Mann. Patrick Göbel. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gute Chance. Alter, zum Glück noch mal reingekrätscht, ey. Puh. Jetzt der Eckball. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Den Zweikampf verliert er. Da holt er den Ball zurück. Nein, ey. Und dann steht er mir im Weg rum. So. Oh Gott. Mittelstädt. Jawohl, Platz. Chaplin gut. Aber was mache ich jetzt? Ey. Janis Nikolaou. Gutes Pressing jetzt. So, hol dir doch den Ball. Jawohl. Jetzt wird's gefährlich. Ey, wie die jeden Zweikampf da hinten holen. Andreas Hofmann. So. Da ist die Flanke. Herr oh Reiner, Mann. Gut, aber der Ball ist erstmal weg. Und Andreas jetzt? Hofmann. Ja, ja. Nein, schieß doch. Alter, das wäre geil geworden. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit. Mann, Mann, Mann. Ist das nicht mehr. Holt. Ey, ohne Witz. Ohne Witz. Vielleicht ohne Witz! Habt ihr den Zweikampf wieder gesehen? Von Gordon. Guck mal. Ihr müsst das mal angucken. Hier, da. Ich drück Kreis. Oh.
Und er kommt immer rum. Immer. Der Spielverlauf ist völlig offen. Andreas Hofmann. Oh, ey. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alles total offen hier. Nein, nichts ist offen, Mann. So ein Scheiß. Fink geht raus. Dann lass ich Schleusener kommen. Und jetzt machen wir weiter so. Heilige Scheiße, ey. So. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Ey. Patrick Göbel. Alter, was die für Bewegungen machen. Würden die das in Real Life machen können, würden sie nicht in der dritten Liga spielen? Ja, ja, ja. Nein! Anderer Fuß, anderer Fuß, dann ist er drin. Guck mal. Ey, das war Weltklasse. Hier, bah, schade. Boah, ey, der Pass war echt geil. Komm. Janis Nikolaou. Er überzeugt heute als Passgeber. Hallo? Guck, das sind die... Warum gewinne ich diese Zweikämpfe nie? Da, schon wieder. Und jetzt gibt's hier Eckball. Weißt du, es sieht halt so aus, als ob ich den Zweikampf schon gewonnen hätte. Die Ecke kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Jupik. Alter. Ball kommt. Den spielt er. So. Laber doch nicht! Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Alter! Hochinteressant. Den macht er gut mit der Innenseite. Das sind so Momente, wo mich FIFA zum Ragen bringt. Du kriegst die Bälle nicht geklärt. Eine enge Kiste. Andreas. Mann. So, Chaplin, komm. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und jetzt die Chance. Danke dir, Strohengel. Ja, Mann. Boah. Ich liebe dich. Alter, was sind das für Spiele, Mann? Huh. Aber ein wunderschönes Tor. Das muss man sagen. Hier, Chaplin. Und dann, whoop. Und batz. Sehr geil einfach. Oh, der Torwart war noch fast dran. Alter. Das ist jetzt sein 15. Tor, glaube ich. Gutes und ausgeglichenes Spiel. Jopek. Da. Oh. Diesmal im Zweikampf gewonnen. Ich fasse es nicht. Nein. Und dann ist er zu weit weg. Wenn er sich dreht. Komm. Wir müssen wieder in Führung gehen. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Boah. Und hier diesen Pass, weg ist der Ball. Das könnte gefährlich werden. Ey. Jetzt legen sie aber los hier. Ballverlust. Und dann, wenn ich den Ball annehme, dann springt er immer so weit weg. So, erstmal hier so ein bisschen chillen. So, Chaplin. Ey, wie der wieder bedrängt wird. Maximilian Alschwede. Patrick Göbel. Hallo. Gutes Tackling hier. Meine Güte. Andreas Hofmann. So. Das könnte die Chance werden. Natürlich nicht, weil dann von hinten wieder einer kommt und zumacht. Der Weg muss über die Mitte gehen. Jopek. Sie müssen aufpassen. Holt er den Ball jetzt? Alter. Maximilian Alschwede. Patrick Göbel. Jetzt müssen Sie aufpassen.
Ja, nein, er tunnelt mich. Was ist das? Was ist das? Ich verstehe es nicht. Guck mal hier. Er hat mich da getunnelt. Der hat mich da getunnelt. Ey. Den wir uns hier nochmal anschauen so. Dürfen. Ja, das fängt schon bei der Vorbereitung. Da guck. Auch der Abschluss ist natürlich absolut gelungen. Alter. Gut gemacht da draußen. Maximilian. Niemals gegen die Würzburger Kickers, ey. Ich fass es nicht. Patrick Göbel. Komm jetzt. Es sind die Zweikämpfe, die schuld dran sind. Ey. Da, ich komm nicht. Jetzt die Gelegenheit. Und wenn ich, oh Gott, endlich mal. Defensiv machen sie es gut. Und jetzt? Patrick Göbel. Jopek. Guck mal, es kann ja nicht wahr sein. Das gibt jetzt Abstoß. Wer soll wechseln? Ja, machen wir. So. So, und wir machen jetzt volle Offensive. Also totaler Angriff. Ich verliere doch jetzt nicht, Mann. Die Fans geben nicht auf, sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft überspringen. Die muss jetzt nochmal kommen. Ja, aber wir. So. Zu schwach, verdammte Scheiße! Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Bald schon wieder weg, gut gemacht. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Jetzt wird's gefährlich. So. Gute Aktion, da ist die Flanke. Der Ball prallt zurück vom Pfosten. Das gibt's nicht. Er schießt auf den Pfosten. Das Strohenge. Ey. Und die klären die Bälle natürlich so richtig dumm behindert, ey. Da holt er den Ball zurück. So. So. Zum Torwart. So. Piso, Mann. Alter. Der liegende Spieler. Ey. Jetzt könnte es gefährlich werden. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Sie müssen aufpassen. Die letzten 2 Minuten sind angebrochen. Ja. Das sieht gut aus. Mach ich. Alter. Das ist zum Durchdrehen. Ich hätte schießen sollen. Aber ich dachte, er wäre besser positioniert, Mann. So, Andreas komm. Sie drängen auf den Ausgleich. Vielleicht geht pfeif doch nicht ab, Mann! Oh Mann! Hab ich verloren! Ein bisschen unglücklich verloren haben, Buschi. Ja, das war eine knappe Sache. Am Ende sieht man am Ergebnis, hat wenig gefehlt, dann hätten sie hier was mitnehmen können. Verdammt! Leute, das ist ärgerlich. Jetzt gucken wir uns nochmal das Gegentor hier an. Achtung! Da, dass ich. Ich hatte meinen Schlappen dazwischen. Habt ihr es gesehen? Warte mal. Guck mal, Achtung. Achtung, hier, warte mal. Kann ich da reinzoomen? War das so? Hier, Achtung. Der führt jetzt den Ball. Hier. Und Gordon kommt von hinten. Da. Und er behält den Ball. Wisst ihr, was ich meine? Das sind solche Momente, die mich einfach ärgern. Hier. Ich bin da. Gut, ich erwisch den Ball nicht gleich. Dann ein Brechschlag. Und der Gegner hat weiterhin den Ball. So, zweites Tor. Moment. Machen wir so. Und dann machen wir ein bisschen langsamer. Hier. Guckt. Ecke kommt. Warte mal, irgendeiner hat halt geklärt. Wir gewinnen hier das Kopfballduell nicht. Obwohl, warte mal. Ja gut, kann ich auch nicht gewinnen, weil halt da keiner steht. Er köpft nach außen. Er spielt Volley direkt nach außen. Und der spielt Volley direkt rein. Und da steht halt keiner.
So. Und dann das dritte Tor. Achtung. Hier. Ich bin eigentlich da. Es kann eigentlich nichts passieren. Und dann... Das macht er nicht mal absichtlich. Hier tunnelt er... Oh, leck. Leute, kann ich da ranzoomen? Guck mal. Hier. Der Ball geht durch meinen Fuß durch. Guckt! Guckt euch das an! Und dann kann er halt in Ruhe flanken. Und er macht dann halt in Ruhe das Tor. Ey, das ist zum Kotzen, meine Fresse. Naja, Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. I'm gonna go to the next one.